Kevin, 2:2 gegen die Austria aus Klagenfurt. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich glaube, es war das erwartete Spiel für uns von Anfang an, dass die Klagenfurter sehr tief stehen werden, dass sie mit sehr vielen oder mit fast allen Männern verteidigen. Haben wir in der ersten Halbzeit leider zu wenig Möglichkeiten vorgefunden, haben es ihnen zu einfach gemacht. Und ich glaube, zweite Halbzeit ist ein bisschen besser geworden. Sind natürlich unglücklich da in Rückstand geraten, dann haben wir es gut gemacht, haben wir die Fans auch mitgenommen gefühlt, waren wir auf einmal da, kriegen dann ja nach dem Ausgleich dann wieder so ein unnötiges Gegentor mit dem Elfmeter und werden dann nur mit einer roten Karte bestraft. Also das war schon echt bitter, aber ja, so ist das. Wir haben uns trotzdem nicht aufgeben, haben weitergemacht und haben zumindest nur das 2:2 gemacht. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen länger Zeit gehabt hätten, vielleicht hätten wir uns noch mal eine Chance erarbeitet nach vorne hin, aber ja, wir wollten unbedingt die 3 Punkte holen, waren nach hinten dann in den letzten Minuten sicherlich auch ein bisschen zu offen. Aber ja, wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem 2:2. War unser klares Ziel heute, die 3 Punkte zu holen. Und das haben wir leider verpasst. Aber ja, wir müssen einfach von Beginn an so auftreten, wie wir es dann vielleicht nach den Rückständen gemacht haben. Du hast es vorhin angesprochen, lass uns kurz noch teilhaben an deinen Gedanken zu der Situation um die rote Karte und dem daraus resultierenden Gegentreffer. Ja, ich glaube, das war eine hohe Flanke, der Mundi steigt hoch, fangt sie den Ball runter und dann habe ich schon weggeschaut. Also ich habe mich schon freigelaufen. Ich glaube, das ist den meisten von uns so gegangen, weil wir natürlich schnell wieder nach vorne wollten und auf einmal habe ich nur den Pfiff gehört, habe zuerst geglaubt, ja, es gibt Freistoß für uns, weil der Gegenspieler sich einfach in seinen Weg gestellt hat. Aber wo ich dann gesehen habe, dass er auf 11 Meter zeigt und nur die rote Karte zückt, dann ja, bin ich schon ein bisschen vom Glauben abgefallen, muss ich sagen. Aber ja, kannst du in der Situation eh nicht helfen als Spieler. Und ja, wir haben das so hinnehmen müssen, leider Gottes, und sind zumindest nur zum Ausgleich danach gekommen. Aber ja, habe die Situation jetzt noch nicht gesehen im Fernsehen. Aber ja, ist trotzdem fragwürdig, weil ich glaube, wenn sich der Stürmer in den Weg vom Tormann stellt, muss immer der Tormann zuerst das Foul kriegen. Sicher, wenn er dann kann es ihm immer noch eine Karte geben, aber ich glaube trotzdem, dass wir da benachteiligt worden sind, weil der Tormann da klar im Vorteil ist, wenn er das Spiel schnell machen will und da einfach am Auswurf oder Ausschuss gehindert wird. Durch die anderen Ergebnisse heute bleiben wir an dritter Stelle. Was bedeutet das jetzt? Wie ist die Marschrichtung für die heiße Phase in dieser Saison, in dem Saisonende? Ja, ich glaube, das ist unser klares Ziel, dass wir Dritter werden wollen. Wir wissen, was das bedeutet für den Verein. Wir wollen unbedingt den Fixplatz in Europa und es wird nicht einfach. Das nächste Spiel ist, glaube ich, ja, nicht nur vom Prestige natürlich das Wichtigste für uns, sondern jetzt aufgrund der Tabellensituation kommt nochmal ein bisschen Brisanz dazu, glaube ich. Und ja, wenn wir es da schaffen und dann hoffentlich wieder das an den Tag zu legen, was uns auszeichnet, dann werden wir da hoffentlich mit den 3 Punkten vom Platz gehen und dann schaut das mit dem 3. Platz schon ganz gut aus. Trainer, 2-mal Rückstand, 1 rote Karte, am Ende 1 Punkt. Nimm uns mit, was ist heute gut gelaufen, was ist heute nicht so gut gelaufen? Na, in der ersten Halbzeit ist gar nichts gut gelaufen, also das braucht man halt sicher keiner schönreden. Das müssen wir uns schon angreifen, dass wir da keine Bewegung gehabt haben. Wir konnten keine einzige 1-gegen-1-Situation lösen. Wir spielten zu viele lange Bälle und wir hatten zu wenig Dynamik in unserer Bewegung. Und ja, ohne Intensität wird es dann schwer, einen sehr tiefstehenden Gegner mit im 6-3-1 zu bespielen. Da ist dann auch wenig Raum hinter der letzten Kette und da haben wir keine Möglichkeiten. Zweite Hälfte etwas besser, etwas Pech mit 2 Stangenschüssen. Dann abgefälschter Schuss, 1-0 hinten, super zurückgekommen. Dann rote Karte, ja, passiert und trotzdem mit einem Mann weniger wieder zurückgekommen. Also das war schon eine unglaubliche Mentalitätsleistung mit dann unseren Fans, wo wir einfach dann auch ja, anders reagierten, so wie wir eigentlich von Start weg das wollten. Und ja, dann unentschieden. Ausgangslage ist jetzt so, dass sie eigentlich nichts verbessert hat und auch nichts dramatisch verschlechtert hat, da die anderen Konkurrenten auch unentschieden spielten. Aber es wird sehr spannend. Was könnte deiner Meinung nach der Grund gewesen sein, dass es in der zweiten Hälfte zumindest besser funktioniert hat? Ja, wir haben taktisch dann ein bisschen umgestellt, was ich dann von oben gesehen habe. Und das hat ein bisschen mehr gefruchtet. Du sprichst das an, du hast das Match heute von ganz oben, von einem der obersten Plätze im Stadion miterleben müssen. Wie hast du das erlebt und vor allem die strittige Szene, sage ich jetzt mal, um die rote Karte? Also
nochmal muss ich das nicht haben von oben, also kein gutes Gefühl, eigentlich ein Graus, wenn man nicht eingreifen kann. Rote Karte habe ich live gesehen, dass schon irgendwas war. Ich dachte, ein Foul vorher vom Gegenspieler an Niki Edel. Trotzdem hat er sich der Hitze der Emotionen einfach da hinreißen lassen. Es darf nicht passieren, war nichts Schlimmes, aber daraus wird er auch lernen.